Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit mir, dem Shardox YouTube. Dann machen wir mal weiter. Sollen wir direkt zum Bahnsteig? Ja, wir waren im Grab des Königs drin und ja, jetzt gehen wir auch wieder zurück. So, zurücklaufen will ich auch gar nicht, aus dem ganzen Sumpf da. Gefällt mir gar nicht. Und ja. Sag mal, können wir vielleicht doch nach Tenebrae? Klar, von mir aus gern. Wenn's dir dann besser geht. Huch, nochmal Loadscreen instant hinterher? Das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. Okay. WTF just happened. Uno momentos, señoritas. Tenebrae, wer hätte gedacht, dass ich mal Lunas Heimat sehe? Tja, wer hätte das gedacht? Wow, mit den Bildern ist mir der Leserpreis so gut wie gewiss. Du hast die Fotos doch gar nicht gemacht. Ist doch egal. Weiß ja niemand außer uns beiden. Tolle Moral. Aufgabe abgeschlossen. Minenfotos für die Medien. So, den Zug nach Tenebrae nehmen. So, ich glaube, diese andere Quest hier mit diesem, mit der komischen Chocobo-Tante hatten wir auch abgeschlossen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie abgegeben haben. Evis einen Trick beibringen kann? Vielleicht eine tödliche Schwanzattacke? Bitte was? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Nein, so war das nicht. Ach, schon gut. Ja, ich verstehe, was du sagen wolltest, Noctis. Alles super. Ich habe den Witz verstanden. Möchten Sie weiterreisen? Ja, ab der Nacht der Abfahrt kannst du nicht mehr umkehren. Bist du bereit für die Fahrt nach Tenebrae? Ja, bin ich. Danke. Bitte nehmen Sie drinnen Platz. Ich gebe dem Zugführer Bescheid. Sag, wenn dir unwohl ist. Ja, keine Geheimnisse. Oh, der Zug. Versprochen? Ja, versprochen. Vorsichtig, Ignis. Was soll die Besorgnis? Ohne ihn bin ich verloren. Oh, ehrlich? Adin, dieser Bastard, ist auch dabei. Und summt einfach mal das Chocobo-Theme. Ich glaube, der will ein paues Maul. Ganz offen und ehrlich gesagt. Das habe ich wirklich im Gefühl. So, ist hier irgendwas Spannendes dabei? Ich finde, wir haben jetzt irgendwie kein treffendes Foto vom Morbol getroffen, was jetzt irgendwie annähernd tauglich wäre, wie ich finde. Schwierig. Ich meine, richtig tolles Erinnerungsfoto ist das. So, speichern können wir machen. Ach, gibt's nichts Besonderes hier. Kapitel 11. Falsches Spiel. Ignis Entschlossenheit ist es zu verdanken, dass sich die Spannungen in der Gruppe wieder lösen. Mit neuer Kraft und neuem Mut steigen die vier Freunde zurück in den Zug und machen sich auf den Weg nach Tenebrae, in die Heimat von Luna Freya. Und ob Ignis jetzt tatsächlich für immer sein Augenlicht verloren hat, das mag ich immer noch anzweifeln. Ich weiß nicht, also es wäre schon, ja, krass, wenn das so bleibt, aber trotzdem, ja, I don't know. Wir werden sehen, vielleicht wird es dann trotzdem noch eine Möglichkeit geben. Aber ja, das können wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz sagen. So, wieso dauert Ladevorgang so lange, Was hat das für einen Grund? Irgendwie entspannend. Ja, fährst du ab Gralia den Regalia? Wenn ihr mich lasst. Wir hätten den Regalia zurücklassen müssen, wenn Camelia uns nicht geholfen hätte. Aber sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Ja, mein Jammer mit den Funkgeräten. Beim Kampf gegen Leviathan, als das Imperium den Rückzug antrat, fiel mir ein Luftschiff auf. Das des Kanzlers. Kurz nachdem meine Augen verletzt wurden, konnte ich gerade noch erkennen, wie es zum Altar flog. Ich konnte ihn nicht aufhalten.
Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ist da jemand gekommen? Ja, Gladio ist zurück. Wo war er überhaupt? Auf Informationssuche. Ich hatte etwas aufgeschnappt. Sir, Auftrag erledigt. Ein Glück. Worum geht es denn? Um die längeren Nächte. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass sie immer länger werden? Bereits in Luzis hatte ich davon gehört. Aber in den letzten Tagen ist es mir auch selbstbewusst geworden. Ach so. Wenn das so weitergeht, dann ist es bald für immer Nacht. Ich fürchte, das wäre keine Übertreibung. 3 der 6 Götter sind vernichtet worden. Kein Wunder, dass sich das auf die Sterne und die Welt auswirkt. Ja, längere Nächte bedeuten mehr sicher. Das spüren wir alle am eigenen Leib. Ich habe vorhin gehört, wie sich einige Fahrgäste darüber unterhalten haben. Und darum... Darum hat er mich losgeschickt, um mich umzuhören. Ich verstehe. Gehen wir, Ignis. Sie warten uns schon. In Ordnung. Bis später, Noct. Ja. Längere Nächte, so. Aber Ignis sagt, er spürt sie am eigenen Leib. Aber wie? Du siehst doch gar nichts, Ignis. Oh, da bist du ja, Noct. Ist das nicht abgefahren, diese Landschaft? Ja. Das ist echt ziemlich verrückt. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier los? Wirklich umwerfend, oder nicht? Ich frage mich, ob das Schneewolken sind. Irgendwie unheimlich. Was zum Teufel machst du hier? Was soll das? Beruhig dich. Was für beruhig dich? Halt's Maul! Lass das! Was ist? Was habe ich dir denn getan? Was du mir getan hast? Zug des Schreckens, Ardin verfolgen. So, ob das nur eine Illusion ist? Wer weiß? Bin mir nicht ganz sicher. Ich denke mal nicht, dass es eine Illusion ist, weil er ist ja tatsächlich eingestiegen. Huch, wo ist er hin? Hä? Still dich, du Dreckskerl! Sag mal, Noct? Dieser Bastard! Wo ist er denn jetzt? Hä? Hier hatte ich doch gerade eine Aktionsauswahl. Wo ist sie hin? Hä, jetzt geht das Ding auf einmal auf? Wollt ihr mich verarschen? Hilfe, du machst mir richtig Angst. Genug mit dem Spaß jetzt. Hör auf. Oh, wie ernst er das doch meint. Man hört es ja richtig in seiner Stimme raus. Du belästigst die anderen Fahrgäste. Du ja, hattest voll. Jetzt genug Ich meine es todernst. Ich dachte, wir sind Freunde. Willst du mich wirklich umbringen? Natürlich! Du entkommst! Was führst du im Schilde? Wen willst du mir als nächstes nehmen? Du bist an allem schuld! Was soll das heißen? Wieso? Gibst du wirklich mir für alles die Schuld? Ernsthaftigkeit zeigen. Tu nicht so scheinheilig! Diesmal redest du dich nicht raus! Wie jetzt rausreden? Du machst mir ja richtig Angst. Ich bitte dich, hör mir zu! Schnauze!
Hä? Ursprünglich ein Wüstengebiet, ist diese Region nach dem Tod der Eisgöttin Shiva teilweise von Eis- und Schneemassen bedeckt worden. Sie beherbergt Garnisonen und Waffenfabriken des Niflheimer Imperiums. Kein Ort, an dem man sich länger als nötig aufhalten sollte. Eusilio? Eusilo? Eusilio. Keine Ahnung, wie das Ding ausgesprochen wird. Okay. Was war das jetzt für ein Noct, alles in Ordnung? Kram? Arden, er ist hier. Wie? Arden? Ob er es war, der den Zug angehalten hat? Ich verstehe jedenfalls nur Bahnhof. Gladio und Ignis sind vorne in den Maschinenraum nachsehen gegangen. Wir könnten ja im hinteren Teil nach dem Rechten sehen. Okay. So, Arden ist nicht hier. Der Zug hat gestoppt. So, Arden verfolgen. Im hinteren Zugende nachsehen. So, dann wollen wir mal... Den Halunken lassen wir auf jeden Fall nicht entkommen. Was war das? Eine Explosion? Die anderen Fahrgäste sind in Gefahr. Noct! Elite-Marodeur? Was? Oh mein Gott, den haben wir ultra fast erledigt. Upsala, wir haben aus Versehen Magie geused. Zugende. Jetzt jemandem was passiert ist? Oh, draußen sieht man ganz viele imperiale Soldaten. Eine Explosion. Die MI. Sie zerstören sich selbst. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Ja, kämpfen wir draußen. Imperiale MI stürzen sich auf den Zug. Vernichte sie, bevor sie ihm zu nahe kommen und ihn durch Selbstzerstörung zu sehr beschädigen. Kommt was Großes auf uns zu. Gut. Wieso warpst du nicht, Noct? Das nimmt ja gar kein Ende. Keine Ahnung, wieso er es nicht tut. Aber ja. Wir werden es herausfinden. Eventuell. Oh nö, jetzt kann ich auf einmal wieder warpen. Witzig. Weiß nicht, warum das jetzt gerade nichts zur Auswahl stand. So, Detonator. Ach, alle erledigt. Easy peasy. So, Zug verteidigen. Würde ich sagen, abgeschlossen, oder? Oder wer will noch was von mir? Eventuell rennen wir einfach nach da hinten, wo die Kanonenschüsse herkommen, oder? Schaffen wir das? Noch? Weiß nicht mal, wohin? Ach, da, hier. Detonator. So, bam. Den machen wir platt. So, die da hinten nicht vergessen. So, aber die sind ziemlich easy, die Teile. Absolut gar kein Problem für uns. Gott, der Zug ist ja auch schon richtig hart beschädigt, sehe ich gerade oben am Balken. Ich frage mich, ob wir halt so schnell wie möglich die Gegner nur besiegen müssen oder ob wir irgendwas anderes machen müssen. Aber sonst wäre das wahrscheinlich uns vorgegeben. Ich weiß, Mann. Ja, was soll ich denn machen? Noct, Ignis hat sich gemeldet. Der Zug fährt bald weiter. Okay. Wann fährt der Zug endlich weiter? Schon bald. Du hast sogar gesagt, Ignis hat sich gerade gemeldet. Also, es ist gleich soweit. Wir haben es gleich geschafft. Nur noch ein ganz klein wenig durchhalten, ganz sicher. Ein imperialer Panzer will das Feuer auf den Zug eröffnen. Warpe dich zum Panzer und zerstöre ihn, bevor der Zug zu sehr beschädigt wird. Was? Come on!
Hui, sind wir oben auf dem Zug drauf. Die Luftschiffe folgen uns. Anscheinend wollen sie den Zug angreifen. Dann müssen wir sie vernichten. Schwer, wie denn? Huch, WTF, wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Achso, der Warp, der ging da einfach durch. Ja, okay, alles klar, verstanden. Imperiale Luftschiffe haben das Feuer auf den Zug eröffnet. Warpe dich zu ihnen und zerstöre sie der Reihe nach, bevor der Zug sehr beschädigt ist. Was? Selbst die Helikopter? Oder die Flugschiffe soll ich zerstören? Heiliger. Okay. Interessant. Dass es auch eine solche Passage gibt. Aber ja, will nichts gegen sagen. Eigentlich ganz cool. So, wie mache ich die denn jetzt letztendlich kaputt? So, hin und her warpen ist ja schön und gut, aber so kriege ich die Teile bestimmt nicht Schrott. Ah, okay. Hier kann man was machen. Zerstöre die 4 Luftschiffe, indem du die Geschütze hackst oder die MI an Bord zur Selbstzerstörung bringst, bevor der Zug zu sehr beschädigt ist, okay? Okay, ich bin nochmal weg, ne? Genug Party gemacht. So, ich würde sagen, das Ding ist auch hinüber. Das ist ja eigentlich ganz easy. So, steuern. Oh, warte mal, einen Moment. Geht das auch? Ich sehe hier nur nichts. Ach ja, egal. Das ist nicht so cool. Wir machen hier lieber die Teile so platt. So. Das ist einfacher. Ah, man hat auch eine bestimmte Zeit, die man auch nur hat, um zu fliehen. Na, wann mag das Spiel begonnen haben? Kapitel beendet. Heiliger, das ging aber schnell. Kapitel 12. Eine Welt am Abgrund. Als die Zeit im Zug stillsteht, taucht Ardin seine Erscheinung mit Promptus und bringt schließlich durch seine Täuschungen Noctis dazu, seinen besten Freund zu verletzen. Doch was auch passiert, ein König muss seine Pflicht erfüllen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe lange das Gefühl, Ardin wird auf jeden Fall ein Boss werden. Zwar nicht der Endboss, aber zumindest der Vorletzte oder was auch immer. Ist so meine Vermutung. Tja, das werde ich auf jeden Fall mal sehen. Oh, oder werden wir eigentlich sehen? Ey, was hier abgeht auch übrigens. Voll die Party, ey. Oh, Zug verteidigen, von Luftschiff zu Luftschiff warben und ja, I don't know. Gut, gut, gut. Ich frage mich, ob wir noch zu einer offenen Stelle kommen, also wo wir noch Nebenquests absolvieren können. Verdammt. Oder ob wir jetzt ganz langsam zum Ende hin des Spiels geleitet werden, ohne die Möglichkeit zu besitzen, die ganzen Nebenquests noch abzuschließen. Ignis, könnt ihr den Zug anhalten? Prompto ist runtergefallen. Wegen Aden, nee, mir. Weiß nicht wo. War bewusstlos. Verstanden, Noct. Aber beruhige dich erstmal. Anhalten wäre zu gefährlich. Noch sind wir nicht sicher. Und wir haben Zivilisten an Bord. Aber Tenebrae ist nicht mehr weit. Dort können wir den Zug evakuieren. Und Prompto? Um den kümmern wir uns danach. Hoffen wir, dass Aden ihn nicht erwischt hat. Wenn wir Glück haben, meldet er sich vielleicht. Hab bitte etwas Geduld. Kannst du zu uns kommen? Gladio ist auch hier. Klar. Geht's euch gut? Ja. Okay, dann muss jetzt Schluss machen. Habe Gesellschaft. Nicht auch das noch. Was? Sind das sicher? Das sind sicher, ja. Oh mein Gott. Nur weil wir in einem dunklen Tunnel auf einmal sind, tauchen sicher auf. Ah ja. Okay. Dann wollen wir die Schnaggi-Schnaggel-Monster mal kaputt machen. Keine Zeit für Reue, zu Lok vorkämpfen. Ja gut, alles klar.
Aber eigentlich eine coole Passage im Spiel, muss man sagen. Dass wir auf Zügen oben rumlaufen müssen. Hui, er verwacht, lässt grüßen. Huch, der läuft, da kommt was von hinten. Bloß nicht runterfallen, Noct. Egal, was du da für Moves machst, okay? Komm schon, warp einfach. Ah! Die tun weh! Blocken. Hui! Alter, ich krieg's aber auch gerade überhaupt nicht hin, muss man ganz ehrlich sagen. Man kann mir auch nicht kurz vor Ende des Spiels die Tastatur und Maus auf einmal anvertrauen, wenn ich das ganze Spiel überlang den Controller genutzt habe. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Gleich sind wir ganz vorn. Huch, ist hier Ende im Gelände? Ich kann nicht weiter. Und ich bin am Ende. Ich habe das Gefühl, man müsste hier normalerweise ein bisschen länger kämpfen. Deswegen müssen wir gerade ein bisschen warten. Oder? Was denkt ihr? Oh. Ah ja, da hinten kommt was. Ja, komm doch her, Mistvieh. Ganz langsam nähert sich das Eichhörnchen. Und Warp-Angriff. Du dreckiges Mistvieh. Was zur Hölle? Leviathan. Aufgabe abgeschlossen. Keine Zeit für Reue. What the fuck? Schön, dass ihr vorbeischaut. Aranea. Habt ihr hier gewütet? Seht besser selbst. Kommt, ich bringe euch bis zum Palast. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Wo sie einst lebte, Aranea folgen. Was ist eigentlich mit deinen Augen? Ist das Tenebrae? Ein bedauerlicher Unfall. Erblindet? Ja. So gut wie. War wohl ein harter Kampf, was? Tut mir leid. Okay, Aranea ist uns freundlich gesinnt, alles gut soweit, aber Tenebrae ist völlig... Ihr wart doch zu viert, oder? Hinüber. Ja. Allerdings. Es gab da einen kleinen Zwischenfall. Ist er tot? Wissen wir nicht. Dann guck nicht so trüb aus der Wäsche. Kopf hoch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier! Habt ihr Tenebrae angegriffen? Nein. Das war das Imperium mit seinen Siechern. Dein Auftraggeber also? Bis gestern, ja. Ich und meine Jungs. Wir sind zum Katastrophenschutz gewechselt. Allesamt. Zum Katastrophenschutz, da. Schön. Du hattest gesagt, dass ihr hier Hilfe leistet. Wir hätten da eine Bitte. Und zwar? So wie die Dinge stehen, können wir die Zivilisten nicht länger mitreisen lassen. Wer weiß, was uns noch bevorsteht. Verstehe. Lasst sie hier, ich pass auf sie auf. Aber wer fährt dann den Zug? Guter Einwand. Ja, kennst du jemanden? Allerdings. Zwei alte Bekannte.
Hier, eure Zugführer. Biggs und Wedge. Die Jungs sind hart im Nehmen, also keine Angst. Ah, lange nicht gesehen. Und, was liegt an? Eine heitere Zugfahrt nach Gralea. Ah. Na, wen soll ich denn sonst bitten? Hast ja recht. Okidoki. Danke. Ohne euch wären wir aufgeschmissen. Nicht der Rede wert. Ach du, ich habe mir gerade gedacht, nicht Biggs und Wedge und dann so, ja doch, es sind Biggs und Wedge. Oh, Heiliger. Ja gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir machen an diesem Punkt erstmal ein kleines Päuschen. Ja, es ist mal wieder soweit. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in aller Frische. So, Shoutax out, bis zum nächsten Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, so wie immer, könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, einen Kommentar da lassen, Like da lassen, Abo da lassen. Würde mich alles auf jeden Fall freuen. Ihr zeigt damit, dass ihr mich unterstützen wollt. Und ihr unterstützt mich damit sogar tatsächlich. Also, ran an die Buletten.